Guten Abend, herzlich willkommen zur Online-Veranstaltung der Münchner Stadtbibliothek Neuhausen mit Ulrich Chaussy und Christiane Mutra. Ulrich Chaussy stellt heute Abend sein Buch »Das Oktoberfestattentat und der Doppelmord von Erlangen, wie Rechtsterrorismus und Antisemitismus seit 1980 verdrängt werden« vor. Die erste Auflage erschien bereits 2014 und wurde 2020 aktualisiert. Die Münchner Stadtbibliothek verbindet mit Ulrich Chaussy eine langjährige Zusammenarbeit. Er hat mit anderen BibliotheksfreundInnen 2003 mit einem Bürgerbegehren gegen die damals geplante Schließung von Stadtteilbibliotheken erfolgreich gekämpft. Und seither setzt er sich mit dem Förderverein Bücher und mehr für die Münchner Stadtbibliothek ein. Auch die heutige Veranstaltung ist eine Zusammenarbeit mit ihm und mit dem Verein. Ulrich Chaussy arbeitet über 40 Jahre beim Rundfunk und hat sich ungefähr genauso lange als investigativer Journalist und Buch- und Filmautor mit diversen Themen wie etwa die Weiße Rose, Rudi Dutschke oder das Oktoberfestattentat intensiv befasst. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Rechtsextremismus und Neonazismus. Sein Buch Oktoberfest, ein Attentat, erschien bereits 1985 und dieses und viele seiner folgenden Publikationen wurden mehrfach ausgezeichnet. Bei seinen Recherchen zum blutigsten Terroranschlag in der Geschichte der BRD und dessen rechtsextremistischem Hintergrund hat er sich kritisch mit der Alleintätertheorie der Ermittlungsbehörden auseinandergesetzt und er konnte viele Ungereimtheiten bei den Ermittlungen aufdecken. Er schrieb mit Daniel Harrich das Drehbuch zum Spielfilm Der blinde Fleck, das Oktoberfestattentat, der 2014 zur Wiederaufnahme der Ermittlungen führte. Christiane Mutra studierte Politik und Schauspiel und war mit journalistischer Langzeitrecherche, Text und Regie verantwortlich für die Performance »Wir waren nie weg«, die Blaupause, die 2015 an den Tatorten von NSU-Morden und dem Oktoberfestattentat rechtsterroristische Kontinuitäten aufzeigte. Ulrich Chaussy wird heute Abend Textpassagen aus seinem Buch lesen und im Gespräch mit Christiane Mutra Zusammenhänge und Fragen diskutieren, die auch noch über 40 Jahre nach dem Attentat relevant sind. Und Sie haben die Möglichkeit, während der Veranstaltung oder nach Ende des Gesprächs Ihre Fragen und Mitteilungen im Chat zu stellen. Hallo, einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Und mit Ulrich, wir duzen uns, nur damit alle Bescheid wissen, denn natürlich kennen wir uns durch die langjährige Recherche schon eine ganze Weile, mit Ulrich dieses Gespräch heute Abend zu führen. Das Oktoberfestattentat wurde ja bereits schon erwähnt, ist bis heute der opferreichste Anschlag, der in Deutschland stattgefunden hat, am 26. September 1980. Und ich hatte oft das Gefühl, er ist bei vielen Leuten, die außerhalb von München wohnen, gar nicht so richtig im Bewusstsein gewesen, was sicherlich damit zu tun hat, dass die Ermittlungen sehr früh eingestellt wurden, dass es keinen Prozess gab, und damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Der Anschlag fand statt mitten in einem hitzigen Wahlkampf, ein aggressiver Wahlkampf zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt. Es gab damals den Slogan Freiheit statt Sozialismus. Man hatte noch stark im Kopf die Taten der RAF, den Deutschen Herbst 1977. Und kurz vor der Wahl, vor der Bundestagswahl, gab es diesen schrecklichen Anschlag. Mit 12 Toten, mit dem Attentäter sind es 13, mit 213 Verletzten, davon 68 Schwerverletzte. Und die SOKO schrieb damals in ihrem Bericht, das Tatmotiv kann nur vermutet werden. Über diesen Satz bin ich jetzt nochmal gestolpert in der Vorbereitung auf den heutigen Abend. Trotzdem wurden die Ermittlungen 1982 eingestellt. Als Einzeltäter galt Gundolf Köhler, ein Geologiestudent aus Donaueschingen. Und weitere Fragen wurden erstmal nicht gestellt,
bis auf wenige Leute. Danke an dieser Stelle an Ulrich Chaussy für deine lange Arbeit an diesem Thema. Du hast dieses Thema zu deinem Lebensthema gemacht und jahrzehntelang recherchiert. Und ich habe gestern Abend noch mal in den Film Der blinde Fleck reingeguckt. Und da bist du von Anfang an dabei. Da gibt es dann, ich will gar nicht spoilern, eine sehr spannende Begegnung mit einem Hinweisgeber. Und dann kommt da ein Paket mit Akten bei dir an. In deinem Buch steht, da stand als Absender der Generalbundesanwalt, was du mit einem Humor mit dem Absender konnotiert hast. Wie war es denn wirklich? Wie bist du zu dieser Recherche gekommen, Ulrich? Nun ja, also der Inhalt des Sachbuches ist die Geschichte mit dem Paket, das vor meiner Tür steht, eine der Fiktionen, die notwendig waren, auch in einem Sachbuch, um ja Whistleblower, um Personen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, interne behördliche Erkenntnisse zur Kenntnis zu nehmen und auf dieser Grundlage mir ein Bild zu machen, wie die Ermittler gearbeitet haben. Das ist natürlich ein Schutz gegenüber den Informanten, die ich nie preisgegeben habe und nicht nie preisgeben werde. Das ist das letzte Mal, dass ein investigativer Journalist etwas zugesteckt bekäme, wenn er denn seine Informanten bekannt gäbe und ans Messer lieferte. Denn es ist ja ein illegaler Vorgang, Whistleblowing. Zugleich ist übrigens auch dieser Anfang nicht der absolute Anfang gewesen, denn ich bin durch den Anwalt der Opfer Werner Dietrich zu dieser Geschichte gekommen, und zwar erst 2 Jahre nach dem Anschlag. Das werden wir jetzt dann gleich auch in diesem ersten Kapitelausschnitt hören. Und zwar ist damals das Verfahren eingestellt worden, nach nur 2 Jahren, nach dem schwersten Terroranschlag, mit diesem den Anwalt der Opfer nicht zufriedenstellenden Ergebnis. Und als der seine erste Einsichtnahme gemacht hatte, erkämpfen musste übrigens, da hat er eine öffentliche Veranstaltung in München gemacht und ich bin für den Bayerischen Rundfunk als Reporter hingegangen, um mit einem Interview mit diesem Anwalt erstmal ja zu gucken, was hat er denn zu beanstanden. Und auf diese ersten Berichte hin sind mir eben Informationen zugespielt worden. Und ich wusste auch so wenig, wie ich am Anfang wusste, was soll ich von diesem Anwalt halten. So wusste ich auch nicht, was soll ich von diesen Dokumenten halten. Und da in Mattstadt Donaueschingen recherchiert, das war sehr wichtig. Denn dort waren die am Ende dieser ersten Ermittlung entscheidenden Zeugen. Und die hatten zu dem Ergebnis geführt, wie wir es 1982 präsentiert bekommen haben. Nur so sehr spannend war eben, die Sache war nicht so eindeutig, schon damals nicht. Und sehr spannend ist, wenn man heute, damit meine ich, nach Ende der wiederaufgenommenen Ermittlungen, da hat eine Neubewertung stattgefunden, gerade auch dieser Zeugenaussagen aus Donaueschingen, aber da kommen wir sicher später darauf. Da kommen wir später noch dazu. Lies doch vielleicht mal dieses erste Kapitel, denn ich finde, das gibt einen sehr guten Einstieg für alle, die dein Buch noch nicht kennen. Ja, das handelt eben auch von der Arbeitsweise. Und ich finde, dass die Orte immer sehr wichtig sind. Ich hatte keine Rückblende im Sinn, als ich mich in den Aktenstapel über das Attentat hineinlas, also diese zugespielten Akten. Bis mir aufging, dass in meiner persönlichen Erinnerung diese Tage im September 1980 in München fehlten. Damals hatte ich einen Rucksack gepackt, war in ein Flugzeug gestiegen und genau am Nachmittag dieses 26. September
in die Ferien nach Griechenland geflogen. Da sei etwas passiert. Eine Bombe sei hochgegangen auf Münchens Oktoberfest, schnappte ich am Abend darauf in Athen aus der Unterhaltung zweier deutscher Gäste auf, die sich neben mir auf dem Dach eines überfüllten Rucksack-Touristenhotels zum Schlafen hinlegten. Ein halbes Jahr nach der Reise rückte ich per Zufall ganz nahe an den Ort des Geschehens. Wir fanden eine Wohnung am Rand der Theresienwiese. Die Treppe herunter, aus dem Haus heraus, rechts, gerade 100 Meter, die Pettenkofer Straße entlang, die dort schon in den Bavaria-Ring einmündet, diesen nach rechts 200 Meter entlang. Dort ist der Haupteingang zur Oktoberfestwiese. Fast jeder Spazier- oder Einkaufsweg seither führte mich dort vorbei. Es gibt Plätze, die dabei ihre Geschichte erzählen. Man hat sie oft gehört von irgendwem. Dieser Platz erzählte seine Geschichte nicht. Wenigstens gab der Aktenstoß präzise Auskunft darüber, woraus die Polizisten noch in der Nacht auf den 27. September ihre Schlüsse auf den mutmaßlichen Täter zogen. Aus ersten Zeugenaussagen und den Verwüstungen am Ort ging hervor, wo die Bombe explodiert war. Auf der rechten, westlichen Hälfte der Wirtsbudenstraße. Zwischen dem riesigen, mit Fichtenreisig bezogenen Willkommensbogen und der Einmündung der Wirtsbudenstraße in den Bavaria-Ring. Dort mit einer Kette an einem Verkehrszeichen befestigt, stand ein Papierkorb der Stadtwerke aus Eisendrahtgitter und Blech auf dem Boden, von dem aus um 22.19 Uhr zunächst für ein paar Sekunden eine zischende, meterhohe Stichflamme aufstieg. Erst danach folgte eine ohrenbetäubende Detonation. Diesen Papierkorb zerriss die Bombe in ungezählte, scharfkantige und nagelähnliche Metallsplitter, die die grauenhafte Wirkung der Bombe auf die Opfer noch erhöhten. 14 Meter östlich des Explosionszentrums fanden die Polizeibeamten den Toten, den die Bombe am schlimmsten verstümmelt hatte. Beide Arme waren ihm an den Ellenbogengelenken abgerissen. Das linke Bein war am Oberschenkel abgetrennt. Der Brustraum eine einzige aufgerissene Wunde. Das Gesicht verbrannt, zertrümmert, ausgelöscht. Kein anderer Toter, kein Schwerverletzter wies ein vergleichbares Verletzungsbild auf. Keines der registrierten 213 Opfer des Anschlags hatte, wie der zunächst unbekannte Tote, seine Hände und Arme verloren. Der Verdacht kam auf, dass der tote junge Mann im Augenblick der Explosion beide Hände an der Bombe gehabt hatte. Die Obduktion im Gerichtsmedizinischen Institut am Samstagmorgen erhärtete diesen Verdacht. Die Mediziner und Sprengstoffexperten lasen aus der Art, dem Umfang und der Verteilung der Wunden, der Splittereinschläge und Verbrennungen ab, in welcher Körperhaltung der noch nicht sicher identifizierte junge Mann exakt im Augenblick der Detonation verharrt haben musste, die ihn erfasste, tötete und zudem Torso entstellte, der nun vor ihnen auf dem Sektionstisch lag. Kopf und Oberkörper über den Abfallkorb gebeugt, so verbrannte und zerbrach ihm die Bombe das Gesicht, schoss Garben von Splittern in den Brustkorb. Mit den Händen griff er gerade in den Korb. So riss ihm die Bombe die Arme und die Hände ab. Den Bauch in der Beuge nach vorne eingeknickt, so blieb der Unterleib zwischen Nabel und Scham von Splittern fast unversehrt. Das linke Bein zur Balance des vorgebeugten Oberkörpers nach vorne nahe zu dem Papierkorb gestellt, so trennte es die Bombe vom Rumpf. Sprengstoffschmauch haftete dem Toten am Hals und an den Stümpfen der Oberarme. Ihn gibt es nur in unmittelbarer Nähe der Explosion.
Nur dort reißt der Druck die Kleider in Fetzen vom Leib. Der Leichnam des jungen Mannes aber war bis auf einige Reste seiner Hose nackt. Rücken und Gesäß waren unverletzt. Sie waren der Bombe abgewandt. Zeige deine Wunde. Kein Gericht hätte den Obduktionsbericht der Gerichtsmediziner als Schuldbeweis für den Toten angesehen. Im Zweifel für den Angeklagten hätte es eingeräumt, dass sich der Tote ohne Arme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der von den gerichtsmedizinischen Gutachtern beschriebenen Position direkt über dem Detonationszentrum der Bombe befunden hat. Aber für den Beweis, dass der Getötete selbst der Bombenleger und nicht etwa ein Opfer der Bombe wie alle anderen auch ist, hätte das Hohe Gericht den Vertreter der Anklage aufgefordert, mehr zu präsentieren. Indizienbeweise, Zeugen. Die Bundesanwaltschaft hätte den Zeugen Frank Lauterjung aufgerufen, dessen Aussage sie in ihrem Schlussbericht besondere Bedeutung zumisst. Frank Lauterjung war etwa um 8:45 Uhr abends kurz entschlossen zu einem kleinen Wiesenbummel aufgebrochen. Er wollte Luft schnappen und Leute beobachten. Von seiner Wohnung in der Schwanthaler Straße hatte er zu Fuß nur ein paar Minuten zu gehen. Ab 9:30 flanierte er dort auf und ab, wo beständiges Kommen und Gehen war, am Eingang zur Wirtsbudenstraße. Es war 9:50 Uhr, als er einen jungen Mann wieder sah, der ihm gleich nach seiner Ankunft unten an der Brausebadinsel schon einmal aufgefallen war und den er deswegen für ein paar Minuten aufmerksam beobachtet hatte. Jetzt stand Frank Lauterjung ziemlich genau in der Mitte der Wirtsbudenstraße vor dem Willkommensbogen. Zitat Schlussvermerk. Vom Standpunkt 6 aus sah ich, dass der bereits früher von mir beobachtete Mann mit dem Wuschelkopf sich in südlicher Richtung bewegte. Ich sah ihn, als er sich etwa auf der Höhe des Fahrbahnrandes befand, und zwar nicht weit von dem jetzt in der Skizze eingetragenen Detonationszentrum entfernt. Ich hatte freie Sicht auf ihn. In seiner linken Hand trug er das Köfferchen, in der rechten Hand die Plastiktasche. Ich habe seine Augen wieder gesehen. Er hatte schreckhafte, angstvolle Augen. Ich dachte mir, jetzt kommt er daher, ich lasse ihn erst mal vorbeigehen. Ich dachte mir, jetzt schaust du einmal, was auf dich zukommt. Vielleicht geht er vorbei, vielleicht sucht er Kontakt. Der Mann blieb aber plötzlich stehen. Ich sah dann, wie er sich linksseitig bückte, wobei er sich um die Körperachse nicht drehte. Die Bewegung ließ eindeutig schließen, dass er etwas absetzte. Mich befiel bei dieser Beobachtung ein ungutes Gefühl. Zugleich mit dieser Beobachtung sah ich, dass meist links von mir viele Personen die Wiesen verließen. Ich erinnere mich an eine Familie mit Kindern. Die Passanten versperrten mir dann die Sicht auf den jungen Mann mit dem Wuschelkopf. Ich erinnere mich deutlich daran, dass ich von dem Ort ausgehend, wo sich der junge Mann befand, ein deutliches, schrilles, scharfes, langgezogenes Zischen vernahm. Als nächste konkrete Beobachtung ist mir erinnerlich, dass ich die helle Plastiktüte hochgehen sah. Ich sah auch zwei Hände. Dann sah ich eine große Stichflamme, hörte Schreie. Mit dem etwa zeitgleichen Knall erfasste mich eine ungeheure Druckwelle. Ich verlor die Besinnung. Im Unterbewusstsein nahm ich noch wahr, dass ein Körper über mich hinwegflog. Als ich wieder zur Besinnung kam, war ich 15 bis 20 Meter von meinem letzten Standort entfernt. Nach der Explosion sah ich eine entstellte Leiche,
die in der Skizze mit L6, der später identifizierte Gundolf Köhler, bezeichnet ist. Die Leiche lag auf dem Rücken. Das Gesicht lag mit der linken Seite am Boden. Als ich ihn so liegen sah, erkannte ich in ihm die Person wieder, die ich bisher als den Mann mit dem Wuschelkopf bezeichnet habe. Frank Lauterjung konnte sich an das eierschalenfarbene Hemd, die Jeans und die Jacke erinnern, die dieser Junge mit der schweren Plastiktüte in der einen und dem kleinen Koffer in der anderen Hand trug. Der Vernehmungsbeamte wollte wissen, warum sich Frank Lauterjung all dies so genau gemerkt hatte. Auffällig genau für einen Zeugen. Der gab zurück, er mustere als Homosexueller einen Mann, der ihm gefalle, genauso sorgfältig wie andere Männer attraktive Frauen. Er hatte seinen Blick gesucht. Er sagte nicht, er hatte krauses Haar. Er sagte fast zärtlich Wuschelkopf zu dem Mann, dem er nachgeschaut, der ihm gefallen hatte. Kein Augenzeuge hat die letzten Minuten und Sekunden vor dem Attentat so präzise und aus solcher Nähe schildern können wie Frank Lauterjung. Dass er ausgerechnet im Augenblick der Zündung keine Sicht auf den mutmaßlichen Bombenleger hatte, hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Birgit Wenzel, sie hatte in diesem Moment freies Blickfeld. Sie war gerade mit ihrer Familie auf dem Heimweg durch den Willkommensbogen gegangen und schaute schräg links in Richtung Ausgang, dorthin, wo die Wirtsbudenstraße in den Bavaria-Ring einmündet. Zitat, Aussage Birgit Wenzel. Von meinem Standpunkt aus sah ich nordwestlich des Verkehrszeichens Vorfahrt achten zwei Personen. Diese beiden standen sich in einer Entfernung von 1 bis 1,5 Metern gegenüber, beide in leicht gebückter Haltung. In der Mitte zwischen den beiden sah ich etwas Weißes, etwa 50 Zentimeter breit und circa 35 Zentimeter hoch. Der weiße Gegenstand hatte keine Ecken, er war faltig. Die beiden beobachteten Personen hatten ihre Hände daran. Als ich die beiden sah, dachte ich, was reißen, was zerren die denn da? Ich dachte mir, was machen die denn da für einen Unfug? Das nächste Bild, das ich in Erinnerung habe, der weiße Gegenstand fliegt nach oben. Ich sah den Gegenstand etwas über Kopfhöhe und dann in Richtung Osten oder Südosten fliegen. Ich nahm dann einen deutlichen Lichtschein wahr. Das war ein richtiger Lichtball. Woher dieses Licht kam, weiß ich nicht. Ich habe ein weiteres Bild. Während dieser großen Helligkeit sah ich aus dem beobachteten Bereich zwei Beine weglaufen, und zwar in west-südwestlicher Richtung. Jedenfalls sah ich zwei Schritte. Diese beiden Beine liefen aus dem hellen Lichtschein heraus. Ich kann mich an keinen Menschen und nichts weiter erinnern, nur an diese beiden laufenden Beine. Unmittelbar nach dem Licht nahm ich einen wahnsinnigen, dumpfen, lähmenden Knall wahr. Ich kann mich auch an einen lauten, entsetzlichen Schrei erinnern. Nach diesem Schrei war lähmende Stille. Mitten in den Polizeiakten taucht also plötzlich ein zweiter Mann auf. Schemenhaft nur. Zwei Beine, die weglaufen, im gleißenden Licht vor der Detonation. Ein Mann nicht weiter beschreibbar wie der erste, den Birgit Wenzel deutlicher sah und ähnlich beschrieb wie Frank Lauterjung, den jungen, wuschelköpfigen Mann mit der Plastiktüte. Diese weiße Plastiktüte, die Birgit Wenzel wie Frank Lauterjung bei der Explosion sahen, war Lauterjung schon aufgefallen, als er ihn zum ersten Mal sah,
ihn musterte und sich einprägte. Da stand der Wuschelkopf Gundolf Köhler mit seiner schwer beladenen Plastiktüte und einem Köfferchen auf der Verkehrsinsel mit dem Brausebadhäuschen, direkt gegenüber dem Wieseneingang auf der anderen Seite des Bavaria-Ringes. Und er war nicht allein. Er unterhielt sich hektisch mit zwei Männern in grünen Parkas. Die beiden standen mit dem Rücken zu ihm. Ihre Gesichter habe er nicht erkennen können. Nur ihre Stiftenkopffrisur sei ihm aufgefallen, sagte Frau Frank Lauterjung. Frank Lauterjung ist für die Ermittler ein zuverlässiger Zeuge. Der Mann, der den Beamten unmittelbar nach dem Attentat die Größe und Form des schweren Gegenstandes in der Plastiktüte beschreibt und damit die ungefähren Abmessungen und Form der Bombe trifft, die Sprengstoffexperten erst Tage später aus den Splitterstücken rekonstruieren konnten. Frank Lauterjung und Birgit Wenzel lieferten die präzisesten, wichtigsten und brisantesten Aussagen dafür, dass Gundolf Köhler am Tatort und sogar unmittelbar vor der Explosion der Bombe nicht alleine war. Weitere Zeugen bestätigten dies. Einer gibt an, zwei junge Männer in Begleitung einer dunkelhaarigen Frau zwischen 21 Uhr und 21.25 Uhr an einem Tabakwarenstand in der Nähe des Willkommensbogens gesehen zu haben. Einer der jungen Männer sei Köhler gewesen. Ein weiterer Zeuge bekundet, einen jungen Mann mit einer Plastik- oder Stofftasche gegen 21.40 Uhr in der Nähe des Willkommensbogens beobachtet zu haben. Der junge Mann sei wahrscheinlich Köhler gewesen. In seiner Begleitung habe sich ein etwa 18-jähriges, schwarzhaariges Mädchen befunden. Zitat, Schlussvermerk der Sonderkommission Theresienwiese vom 13. Mai 1981, Seite 185. Schlussbemerkung. Nach den jetzt vorliegenden abschließenden Ermittlungsergebnissen ist festzustellen, dass Gundolf Köhler als Alleintäter gehandelt hat. Anderthalb Jahre danach werden mit einem anderen Aktenbündel, dem Schlussbericht des Generalbundesanwaltes aus Karlsruhe, im November 1982 die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat offiziell eingestellt. Hier lautet die Zusammenfassung der Aussagen so. Für eine Tatbeteiligung Dritter sprechen nur einige unterschiedliche Beweiserkenntnisse, die einen abschließenden Nachweis der Tatbeteiligung jedoch nicht zulassen. Zitat Ende. Ein weit vorsichtigerer Satz, nicht so apodiktisch, fast eine Aufforderung, selbst nachzuprüfen und auszuforschen, wie viel die Augenzeugen der Tatnacht in ihren Erinnerungen bewahrt haben. Ja. Dankeschön. Selbst nachzuforschen, das hast du ja dann gemacht, sehr intensiv. Und nachdem Frank Lauterjung ja nun so der wichtigste Zeuge war, kann ich mir vorstellen, dass du dich gleich mal auf die Suche nach ihm gemacht hast. Was hast du denn daraus gefunden? Das ist richtig. Ich habe den Frank Lauterjung gesucht im Telefonbuch und dann, damals gab es noch kein Internet und all diese Dinge waren etwas komplizierter. Im Grunde genommen habe ich auf dem Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt eine Adressauskunft bekommen und auf diesem Zettel stand dann drauf, dass Frank Lauterjung im August 1982, das war also etwa drei Monate vor Abschluss der ersten Ermittlungsphase, verstorben ist. Er war 36 Jahre alt. Sein Tod im Kontext, dass er einer der Augenzeugen des Oktoberfestattentats gewesen sei, stand auch in der Zeitung, in der Süddeutschen Zeitung, abgekürzt Frank L.
Aber die damaligen Ermittler haben es nicht für notwendig gehalten, sich dieser Sache anzunehmen und einmal nachzuforschen, was mit ihm geschehen ist. Das bezeugte für mich ein völlig unerklärliches Desinteresse. Und in der Folgezeit habe ich feststellen können, dass die Wertschätzung des Zeugen Lauterjung sich innerhalb weniger Wochen nach dem Anschlag, also konkret im November 1980, eigentlich verwandelt hat. Er war dann mit der Präzision und Genauigkeit seiner insgesamt immer bestätigten Aussagen lästig. Denn das war die Zeit, in der man sich auf die Einzeltätertheorie festgelegt hat. Und kurz nach dem entscheidenden Verhör jenes Zeugen, den man dann für die ganzen ersten Ermittlungen und vor allem für die Einzeltätertheorie besonderen Glauben schenkte, da hat man den Frank Lauterjung in München zum ersten Mal, er war bis dahin immer von sich aus freiwillig bei den Behörden erschienen, hat man ihn einbestellt und in einem außerordentlich suggestiven Verhör mehr oder minder ausgeredet, wohl auch so, um die Akte schließen zu können, dass all seine Beobachtungen nicht stichhaltig gewesen seien, insbesondere, dass es eine Beziehung gegeben habe zu den Personen, mit denen er so lange, fast eine Viertelstunde, ungefähr eine Stunde vor der Tat auf der Brausebadinsel zusammengestanden war und sich heftig unterhalten, manchmal verwendet Lauterjung auch den Begriff gestritten habe. Und das war eigentlich natürlich immer ein Ansatzpunkt. Man hat ja auch nach diesen jungen Leuten kurzfristig gesucht mit einem so einer Art Phantombild in der Zeitung von Gundolf Köhler. Und damals hat man aus dem Umstand, dass die beiden sich nicht gemeldet haben, messerscharf geschlossen, dass sie wohl nichts mit der Tat zu tun hätten. Bei zahlreichen anderen Zeugen wurde ja auch nicht weiter nachgehakt. Also es hätte ja noch andere Leute gegeben, die eventuell Phantombilder hätten fertigen können. Und dann gab es ja noch einen Zeugen, der leider nicht mehr zu befragen war. Zeugen, das ist kein Tatzeuge, sondern ein Mann, der ein interessanter Gesprächspartner für die Ermittler gewesen wäre. Und zwar der Waffenbart Lemke aus der Lüneburger Heide, bei dem, auf den es einen Hinweis gab von der Aktionsgruppe des Rechtsterroristen Manfred Röder. Und bei dieser Herr Lemke hatte Unmengen von Waffen, Munition, Sprengstoff und so weiter in Erdlagern gehortet. Der hat sich nun leider vor seiner Vernehmung in seiner Zelle, der saß damals ein, erhängt und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Wurde denn dort nach diesem, man weiß ja, soweit ich weiß, bis heute nicht, woher der militärische Sprengstoff in der Bombe kommt, wurde denn dort ein Sprengstoffabgleich gemacht? Das war ja genau der Punkt, warum man auf die Aussagen der kurz zuvor gefassten Terroristen der deutschen Aktionsgruppen so aufmerksam gehört hat, anfänglich bei den Ermittlern. Denn die wussten erstmal nicht, in dieser sogenannten Bombenwerkstatt, also dem Bastelkeller im Hause, Elternhaus von Gundolf Köhler in Donaueschingen, ist eine Reihe von Utensilien gefunden worden. Es ist auch unstrittig, dass sich Gundolf Köhler mit Waffen und Sprengstoff befasst hat. Aber man hat nicht die mindeste Spur militärischen Sprengstoffes gefunden. Und deswegen suchte man damals. Und diese kurz vorher inhaftierten Terroristen, die übrigens damals gefasst worden sind nach einer Anschlagsserie und gefasst worden sind nach einem Anschlag, bei dem damals im Jahr 1979 im August in Hamburg zwei Asylbewerber in einem Asylbewerberheim in Hamburg qualvoll an Brandverletzungen gestorben sind. Diese beiden gaben eben zu Protokoll, dieser Herr Lemke, der auch einen Namen hatte, in organisierten rechten Umfeld, in der organisierten rechtsextremen Szene, der habe den deutschen Aktionsgruppen ihrer Gruppierung Sprengstoff, militärischen Sprengstoff
für Aktionen angeboten. Und diese Erkenntnisse kriegten also die Ermittler von München durch die Terroristen der deutschen Aktionsgruppen. Und deswegen zogen sie zu Herrn Lemke los, haben dort erst bei einer sehr oberflächlichen Durchsuchung im Jahre 1980 nichts gefunden. Warum sie da nichts gefunden haben, ist ein Rätsel, denn es war eigentlich in dieser Aussage der Terroristen der deutschen Aktionsgruppen klar, dass der Herr Lemke Depots, Erddepots im Walde rund um sein Forsthaus unterhielt. Aber man hat nur in seinem Haus gesucht. Und ein Jahr später, 81, da liefen ja auch noch die Ermittlungen, hat man per Zufall eigentlich einen Waldarbeiter, der einen Zaun errichten wollte, solch eine Kiste, eine vergrabene Kiste gefunden. Daraufhin hat man Herrn Lemke in Haft genommen und dann ist es, wie du erzählt hast, so gegangen. Er hat noch an der Auffindung fast aller dieser Kisten teilgenommen und hat sich dann vor der zugesagten Aussage in seiner Zelle erhängt. Und dieses Ermittlungsverfahren, ja, woher eigentlich Herr Lemke den Sprengstoff hatte, wurde posthum vom gleichen Ermittlungsführer, vom damaligen Generalbundesanwalt Kurt Rebmann geführt, der sozusagen auf der anderen Seite des Schreibtisches auch das Oktoberfest-Ermittlungsverfahren führte. Nur merkwürdigerweise hat Herr Rebmann und haben seine Staatsanwälte nichts unternommen. Also sie haben versucht, wo kommt dieser Sprengstoff her? Das ist dann einigermaßen klar geworden. Das ist aus einer Delaborierungsfabrik für alte Waffen und Sprengstoffe in der Nähe von Lüneburg stammte das Material. Und es ging auch darum in dem Ermittlungsverfahren, wer außer Herrn Lemke hatte dazu Zugriff oder hat an der Errichtung dieser Depots teilgenommen. Kurioserweise wurde nicht die Frage untersucht, inwiefern Gundolf Köhler möglicherweise darauf Zugriff hatte. Das war aber eigentlich genau der Ausgangspunkt gewesen, warum das überhaupt aufgefunden worden ist. Das ist sehr, sehr merkwürdig und eine der vielen Defizite in der Ermittlungsarbeit der Generalbundesanwaltschaft damals. Also man weiß bis heute nicht, woher der Sprengstoff kommt. Nein, der Sprengstoff ist abtransportiert und vernichtet worden. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an den NSU. Kommen wir zu zwei weiteren ganz zentralen Zeugen, die du vorhin schon erwähnt hast. In deinem Buch nennst du sie Peter Wiegand und Max Gärtner, zwei Freunde von Gundolf Köhler aus Donaueschingen, die sehr ausführlich in den beiden Abschlussberichten zitiert werden, sowohl vom Generalbundesanwalt als auch von der SOKO. Mir schien es fast, als wäre fast ausschließlich auf ihre Aussagen hin das Psychogramm über Gundolf Köhler erstellt worden. Und zwar ist es interessant, wie du vorhin schon angedeutet hast, wie diese beiden Aussagen gegeneinander gewichtet wurden. Damals und heute, das hat sich ja diametral verändert. Das ist richtig. Die Aussage des Zeugen, den ich Peter Wiegand genannt habe in meinen Publikationen, der war im Grunde genommen diametral sozusagen kontrovers mit dem anderen Zeugen, den ich Max Gärtner genannt habe. Mit Gundolf Köhler waren sie zusammen ein Freundestrio, die ja auch gemeinsam zur Schule gegangen waren. Mindestens mit Wiegand war Gundolf Köhler in der gleichen Schulklasse im Gymnasium. Und die fuhren im damals laufenden, von dir schon angesprochenen, heftig umkämpften Bundestagswahlkampf in Baden-Württemberg herum. Gundolf hatte Zugriff auf das Auto seines Vaters. Die konnten damit immer Spritztouren unternehmen. Und so fuhren sie zu diversen Wahlkampfveranstaltungen, unter anderem auch zu einer Kundgebung, auf der Franz Josef Strauß gesprochen hat. Und
Auf diesen Fahrten gab es Unterredungen der drei Freunde und die haben die beiden so verschieden geschildert. Eigentlich fing es damit an, dass Max Gärtner den Ermittlern relativ freigebig gleich am Anfang gesagt hat, naja, wir haben über den Wahlkampf gesprochen und wir haben darüber gesprochen, vor allem Gundolf sprach darüber, wie könnte man diesen Wahlkampf beeinflussen. Dahingehend beeinflussen, dass die großen Parteien und ihre Galionsfiguren sozusagen an Glaubwürdigkeit verlieren und dass man radikale Parteien und Gundolf sprach insbesondere die NPD an, dass man denen einen Schub verleihen könnte. Also so eine Mischung aus mal zeigen, dass die Regierenden die Situation nicht im Griff haben und so ein Klima schaffen der Angst und ein Klima, in dem man also auch dann vielleicht sich nach einem starken Mann sehnt. Diese Geschichten, die dann der Freund Max Gärtner, also auch damit anreicherte, Gundolf habe gesagt, das kann nicht einer alleine machen. Da müssen mindestens zwei mit dabei sein und sozusagen da schon so Fantasien geäußert worden sind, die dem späteren Tatverlauf ziemlich gut entsprochen haben. Und auf der anderen Seite sagte der Peter Wiegand, den dann die Ermittler eben auch befragten, also erstmal hat er sich nicht darauf eingelassen und hat gesagt, ich habe mit dem Gundolf Köhler gar nicht viel zu tun gehabt. Und hat immer abgestritten, dass er so nahe mit ihm zusammen war. Dieses haben sich die Ermittler eine Weile angehört und ihm dann aber nicht deutlich belegt und bewiesen, dass das so nicht stimmen kann und dass er mauert und dass er offenbar nicht mit der Wahrheit herausrückt. Man hat dann eine Hausuntersuchung unternommen bei Peter Wiegand, einem Jurastudenten, fand frisch angestrichen das bürgerliche Gesetzbuch mit der Unterstreichung des Paragraphens, der die Anzeige geplanter Straftaten, also der das Strafmaß dafür benennt. Dann hat man ihn hier in München in die Mangel genommen und Wiegand kippte um und sagte, ja, es ist schon richtig, ich bin nicht nur flüchtig mit Gundolf Köhler bekannt, ich bin der einzige wirkliche Vertraute und jetzt erzähle ich Ihnen, wie es wirklich gewesen ist. Und dann hat er in allen Einzelheiten das aufnotiert, zu Protokoll gegeben, was die Ermittler aufnotiert haben und was bis in den Schlussbericht hinein die ganze Tendenz des Ermittlungsergebnisses entscheidend beeinflusst hat. Erstens, es handelt sich, sagte Peter Wiegand, überhaupt gar nicht um eine politische Angelegenheit, sondern es ist sozusagen der Ausdruck einer persönlichen Verzweiflung. Gundolf Köhler war frustriert in seinen Beziehungen zu Frauen. Er hatte keine rechte Vorstellung, wie seine Zukunft aussehen könne, Schwierigkeiten an der Universität. Er habe sich an nichts mehr freuen können. Er habe einen Hass gehabt gegen sich selbst und einen Universalhass auf die ganze Welt. Und als Konsequenz davon habe er diese Bombe gebaut, um Selbstmord zu begehen. Dieses Psychogramm ist vollständig von den Ermittlern für glaubwürdig befunden worden. Und man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, all die Behauptungen, die da impliziert waren, dass er sozial isoliert sei, dass er keine Zukunftsperspektive habe, in irgendeiner Art und Weise nachzurecherchieren und zu falsifizieren oder zu verifizieren. Während hingegen sein anderer Freund Max Gärtner, der ja frühzeitig
für psychologisch nicht vertrauenswürdig erklärt wurde, schon ganz konkret von Dingen gesprochen hat, wie zum Beispiel, dass Köhler gesagt habe, mit so einem Anschlag, da wäre die NPD dann zack auf 10% oder mehr und man könnte damit massiv die politische Lage beeinflussen. Der hat sich ja ganz anders geäußert und das wurde so unter den Teppich gekehrt. Jetzt ein einziges Schreiben eines Psychiaters, der sagte, es könne bei ihm eine schizophrene Störung vorliegen und man müsse das quasi, man sollte das mal untersuchen, hat dazu geführt, dass man seine Aussage komplett zur Seite gelegt hat. Und da hat man also diese einzige Beschreibung hat man hergenommen und auf der anderen Seite hat man überhaupt nicht nachrecherchiert, was denn von Peter Wiegands Aussagen über die Befindlichkeit von Gundolf Köhler überhaupt dran sein konnte. Und das habe ich eben versucht, da weiter zu bohren und das ist eigentlich gar nicht so schwierig gewesen. Gundolf Köhler hat also in diesem Sommersemester, nach dem Sommersemester 1980, erstmal einen Ferienjob gemacht und dabei verdiente Geld hat er also zur einen Hälfte benutzt, um eine Europareise mit dem Interrail-Ticket zu unternehmen und eine ganze Menge Freundinnen und Freunde zu besuchen. Dann ist er zur selben Zeit mit der Bausparkasse handelseinig geworden und hat mit 800 D-Mark seines damaligen Ferienjobgeldes einen Bausparvertrag errichtet. Also wie das so ein ordentlicher Schwabe macht. Wer jemals von einem Bausparvertrag gehört hat, weiß, dass der in 10 bis 20 Jahren irgendwann zugeteilt wird. Dann hat er, als er zurückgekehrt war, eine Anzeige aufgegeben. Gundolf Köhler spielte Schlagzeug und hatte schon in diversen Bands gespielt. Und jetzt suchte er wieder eine Band und die hat er auch gefunden über diese Anzeige und mit der hat er zweimal die Woche in den Wochen vor dem Anschlag geübt. So viel zu dieser Frage, inwiefern er sozial völlig abgekapselt und isoliert gewesen ist. Das konnte von vorne bis hinten nicht stimmen. Die Prüfung, durch die er gerasselt ist in seinem Geologiestudium, war eine wiederholbare Prüfung. Das war nicht studienentscheidend oder dafür entscheidend, dass er dieses Studium nicht weiter hätte durchführen können. Alles Recherchen, die die Behörden damals überhaupt nicht unternommen haben. Die Einschätzung hat sich ja im letzten, bei der Wiederaufnahme der Ermittlungen, wurden die beiden Zeugen ja dann plötzlich ganz anders bewertet. Kannst du da noch mal kurz was zu sagen? Ja, es wurde im Grunde genommen die Bewertung genau umgedreht. Es ist klar geworden, das konnte man auch schon deswegen, auch aus dem alten Aktenmaterial, gab es überhaupt keine einzige andere Bekundung von Seiten der Familie, von anderen Mitschülern, Freunden von Gundolf Köhler, die also in irgendeiner Weise auf diese soziale Isolierung oder auf diese Suizidabsicht hinausliefen. Und der ganze Zusammenhang, der dazu geführt hat, dass Peter Wiegand erstmal gemauert hat, das haben die Ermittler in diesem zweiten Durchgang jetzt nochmal genauer irgendwie nachgeprüft. Es war ja so, er war ja so nah dran an Gundolf Köhler, dass er beispielsweise auf einer Fahrt, die er mit dem Wiegand zusammen unternommen hat, in Zürich in einem Waffengeschäft
Nitrocellulose eingekauft hat. Nitrocellulose ist wohl der Stoff gewesen, nach Analyse der Bomben- und Sprengstoffexperten, die die Bombe später rekonstruiert haben, der benötigt wurde, nicht um die Explosion auszulösen, sondern um diese Stichflamme zu erzeugen, die viele, viele Zeugen ja beobachtet und beschrieben haben, die zwischen 4 und 10 Sekunden lang brannte, abbrannte, in dem Fall den Gundolf Köhler komplett paralysierte, weil diese Flamme ihm ins Gesicht blies. Und deswegen hat er sich wohl anders als der von Frau Wenzel beschriebene zweite Mann am Papierkorb da nicht mehr entfernen können, was der ja getan hat. Und so wie es ausschaut, hat der Peter Wiegand damals eigentlich aus Selbstschutz versucht, die politische Dimension dieser Tat auszublenden, obwohl er davon gewusst haben muss. Und zum anderen, also um da nicht in den Verdacht zu geraten, dass er damit irgendwas zu tun habe, siehe auch an diese Geschichte mit Nichtanzeige geplanter Straftaten in seinem BGB, in seiner BGB-Ausgabe unterstrichen. Und das Teuflische ist es eben, dass die Aussage von Peter Wiegand, die ganz eindeutig zu seinem Selbstschutz unternommen worden ist, hineinpasste in das Schema, das den Ermittlern ganz offenkundig am Herzen lag. Und jetzt möchte ich hier mal kurz einhaken, entschuldige Ulrich, ja, weil es ist ja, also rein zahlenmäßig stehen dem ja gegenüber sehr viele Zeugenaussagen, die in eine andere Richtung führen. Und zugleich war ich jetzt beim nochmal Lesen der ganzen Zeugenaussagen wirklich erstaunt, wie viele Leute ganz klar von rechtsextremen Äußerungen von Köhler gesprochen haben, unter anderem auch seine Brüder zum Beispiel. Dann hatte er ein Hitlerbild im Zimmer. Er hatte mit der Wehrsportgruppe Hoffmann, über die wir überhaupt noch gar nicht geredet haben heute Abend, aber dringend noch müssen, hatte er Kontakt gehabt. Er stand auf einer Adressliste von Ottfried Hepp und so weiter und so fort. Und es war auch schon einen Tag nach dem Attentat ein Zusammenhang zur Wehrsportgruppe Hoffmann hergestellt, unter anderem durch einen verdächtigen Militärkonvoi, der den Großraum München passiert hatte. Und das Ermittlungsverfahren wurde ja auch unter anderem gegen Karl-Heinz Hoffmann und andere geführt. Jetzt frage ich mich aus heutiger Sicht, wie hat man denn da, flapsig gesagt, die Kuh überhaupt noch vom Eis bekommen bei so vielen Hinweisen? Es war ja tatsächlich ein Kunststück in meinen Augen aus heutiger Sicht, den rechtsextremen Fokus überhaupt noch wegzubekommen. Welche Rolle spielte denn da der Herr Langemann, der Staatsschützer im Innenministerium? Ja, der Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, Dr. Hans-Georg Langemann. Ach, du weißt, du, Ulrich, liest doch am liebsten gleich ein kleines Kapitel aus deinem Buch, wenn du magst. Mhm, gut, das ist ja, ja. Die Spuren verwischt. Die Ermittlungen in einem schwierigen Attentatsfall beginnen anzulaufen. Ein toter Tatverdächtiger wird gefunden. Sein Umfeld, sein Hintergrund sind noch weitgehend unklar. Diesen Hintergrund abzuklären, das ist, folgt man den Thesen des kriminologischen Attentatsspezialisten Hans Langemann in seiner Studie Das Attentat, von vordringlicher Wichtigkeit. So schrieb er darin doch schon 1956, Zitat: Im Gegensatz zu dem in der allgemeinen Kriminalität vorherrschenden Ein-Mann-Delikt scheint dem politischen Verbrechen ganz allgemein die Besonderheit anzuhaften, dass die Tat meist nicht denkbar gewesen wäre, wenn nicht Anstifter und Hintermänner zuvor materiellen oder ideellen Beistand geleistet hätten. Ohne diesen Beistand gibt es politische Gewaltverbrechen
mit Ausnahme einer recht kleinen Gruppe von Attentaten gewöhnlich nicht. Diese Beistandshandlungen können sich über eine weite Skala von Möglichkeiten erstrecken. Angefangen von der mehr oder minder verbindlichen Äußerung eines politischen Führers oder radikalen Theoretikers bis zur Erteilung eines direkten Mordbefehls unter Femedrohung. Zitat Ende. Nichts von diesem so schwierigen Geflecht war ermittelt, als Hans-Georg Langemann, der Verfasser dieser Zeilen, mit Köhlers Namen den einzig greifbaren Ermittlungsansatz in den Hintergrund der Tat hinein öffentlich machte. War all dies nur unerlaubte Indiskretion aus Kumpanei zwischen einem geschwätzig gewordenen Staatsschützer und einem Sensationsblatt-Journalisten? Langemanns ausführliche akademische Reflexionen über das Attentat zwingen zu dem Verdacht, dass gerade ihm die zerstörerischen Rückwirkungen seiner Plaudereien auf die laufenden Ermittlungen bewusst gewesen sein mussten. Schließlich hatten sich die Quick-Journalisten sofort auf die Spuren des mutmaßlichen Täters Gundolf Köhler gesetzt. In seiner Heimatstadt Donaueschingen, an seinem Studienort Tübingen. Sie hatten ihn nach ihrer Recherche eben mal schnell als Massenmörder bezeichnet, ohne Anführungszeichen. Dies war gewiss mehr gelesen worden als die Rüge, die Quick, die Zeitschrift Quick, deswegen später vom Deutschen Presserat erhielt. Ein Tatverdächtiger darf nicht im Vorgriff auf die Ermittlungen der Polizei und das Urteil der Gerichte von der Presse vorverurteilt werden. Ich war gespannt, auf den Spuren Gundolf Köhlers zu erfahren, wie die Kollegen gearbeitet hatten. Also hier darf ich gleich noch dazu erzählen, dass wir hier in der unmittelbaren Folge sozusagen der Tatnacht, als am Morgen die Personendaten Köhlers ermittelt waren, da hat der Herr Langemann, der Zugriff hatte auf das damals noch ganz taufrische Computersystem NADIS, das ist das nachrichtendienstliche Informationssystem der deutschen Geheimdienste, in dem alle nach Namen und Ereignissen Vorkommnisse und Personalien im rechtsextremen und linksextremen Reich verzeichnet sind. Und da hat er sofort eben Nachweise bekommen, Gundolf Köhler hatte Kontakt und hat teilgenommen an Wehrsportübungen der größten organisierten Wehrsportgruppe damals in den 70er Jahren, der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und damit war der Verdacht, dass Köhler aus diesem rechtsextremen Umfeld herausgehandelt hatte, für einen wie Langemann glasklar. Das Zitat, das wir hier gelesen haben, es gibt noch weitere sehr spannende Zitate zum Thema Einzeltäter, stammt aus der Doktorarbeit von Hans Langemann, die er in den 50er Jahren über das politische Attentat im Laufe der Geschichte von der Antike bis zur Neuzeit geschrieben hat. Ein wirklich lesenswertes, wirklich präzises, akademisches Buch, das sozusagen die Formen der politischen Gewalt seziert und eben auch zu dem Ergebnis kommt, dass es Einzeltaten im Bereich der Politik gerade im 20. Jahrhundert so gut wie überhaupt gar nicht gibt, sondern vor allem den, wie er es nennt, das ist eine Kategorie, die er geschaffen hat sozusagen in seiner Dissertation, sondern es sind immer die vorgeschobenen Einzeltäter. Dass dieser Mann diesen Mechanismus in Gang setzt, der die Möglichkeiten im Hintergrund der Tat zu er,
Ergebnissen zu kommen, denn noch wusste niemand was von, wer da am Tatort tot lag und den, auf wen der Verdacht fiel, nämlich Gundolf Köhler, dass der dort tot liegt. Und es war natürlich ein Ermittlungsvorteil, deswegen hat der Generalbundesanwalt sofort eine Nachrichtensperre verhängt, die im gleichen Augenblick der Herr Langemann gebrochen hat. Und das kann er nur getan haben, weil er nicht wollte, weil er im Grunde genommen beteiligte Mitwisser der Tat warnen wollte. Was da, jetzt muss ich ganz kurz zitieren aus der jetzigen, jetzt werden schon alle wahrscheinlich ganz durcheinander, nach der Wiederaufnahme der Ermittlungen 2014 wurde das Verfahren, ja, muss man vielleicht kurz einschieben für Leute, die nicht ganz so tief im Thema sind, im Juli 2020 eingestellt. Und in dieser, dazu gibt es leider noch keinen Abschlussbericht des Generalbundesanwalts, den wir alle lesen können, der ist geheim. Aber es gibt eine Pressemitteilung und in dieser Pressemitteilung vom Generalbundesanwalt steht drin, eine Vereitelung des Erfolgs von Ermittlungsmaßnahmen konnte, durch Herr Langemann ist gemeint, nicht festgestellt werden. Das hat mich sehr erstaunt, denn was man vielleicht in diesem Zusammenhang noch mit bedenken muss, ist, dass die Wehrsportgruppe Hoffmann im Januar 1980 verboten worden war. Und zwar vom Innenminister Gerhard Baum. Also nicht von Franz Josef Strauß beziehungsweise von Herrn Tantler, die waren da beide dagegen. Die haben die relativ verharmlost und haben gesagt, ach, das sind irgendwelche Männer, die im Wald ein bisschen Krieg spielen, lass sie doch. Und das, eine Art Pfadfinderei. Ja. Genau. Und das war natürlich jetzt so im Bundestagswahlkampf, so kurz vor der Wahl, war das natürlich angesichts des Anschlags ganz unpraktisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch es da ein Interesse gab, das aus der öffentlichen Wahrnehmung vergessen zu machen. Zumal ja in der Tatnacht genau eine Umkehr stattgefunden hat. Franz Josef Strauß kam von einer Wahlkampfkundgebung im Norden Deutschlands zurück und ist so gegen Mitternacht am Tatort an der Theresienwiese aufgeschienen und hat dort sofort ein Interview gegeben, beziehungsweise dann auch am nächsten Morgen der Bild am Sonntag. Bild am Sonntag und Quick waren diese journalistischen Einflusssphären, deren sich der Herr Langemann und im Grunde genommen damit auch die bayerische Staatsregierung und Franz Josef Strauß bedienten. In dem Interview sagt der Herr Strauß, der für einen Augenblick wohl doch für möglich gehalten hätte, dass die Rote Armee-Fraktion oder linke Terroristen hinter diesem Anschlag stecken könnten. Für was diesen Anschlag angeht, sinngemäß hat Herr Baum, der Innenminister Gerhard Baum, schwere Schuld auf sich geladen, weil er dazu mit seinem polizeikritischen Gerede dazu geführt hat und geheimdienstkritischen Gerede dazu geführt hat, dass sich die Ermittler und die Geheimdienste nicht mehr rantrauten an extreme Gruppierungen, um dort den Puls zu fühlen, um dort rauszufinden, wo sich Gewaltaktionen sozusagen ankündigen. Und das war eben eine Äußerung und ein Grundton, der dem Herrn Strauß in den folgenden 9 Tagen vor dem Bundestagswahlkampf furchtbar auf die Füße zu fallen drohte. Wie du eben gesagt hast, Christiane, es drehte sich genau um. Es war eine Tat der Rechten und der Skandalminister, der Unsicherheitsminister, all diese Termini hat Franz Josef Strauß gegenüber Gerhard Baum gebraucht, der unbedingt jetzt rausgeschmissen werden muss aus der Regierung, der war derjenige gewesen, der als einziger die Gefahr der Wehrsportgruppe Hoffmann ernst genommen hatte und im Januar 80 ihr Verbot verfügt hatte. Das konnte er da, weil die Gruppe sich über das Bundesland Bayern hinaus auch organisatorisch in anderen
Bundesländern befestigt hatte? Uns läuft, wie erwartet, ein bisschen die Zeit davon. Das wundert mich gar nicht, denn über dieses Thema könnte man wahrscheinlich noch 8 Stunden reden, mindestens. Ich würde jetzt gerne noch ganz kurz, also wirklich leider ist es nicht mehr so viel Zeit, dieses Attentat in Erlangen erwähnen, was du in deinem Buch auch schilderst, gegen den Rabbiner und Verleger Shlomo Levin und seine Lebenspartnerin Frieda Pöschke, wo die Spuren ja auch wieder sehr schnell zu Karl-Heinz Hoffmann führten. Und soweit ich weiß, Ulrich, hast du auch den Prozess verfolgt, der später stattfand. Also die beiden wurden in ihrer Wohnung erschossen an einem Abend mit einer Tatwaffe, einer Maschinenpistole, die im Besitz von Karl-Heinz Hoffmann waren. Erik, korrigiere mich, wenn ich einen Fehler mache. Und dann wurde noch eine sehr eine Sonnenbrille am Tatort vergessen, wo die Spur auch wieder klar in diese Ecke führte. Und trotzdem wurde erst... Aber deutlich zu spät in diese Ecke führte, obwohl ja, ja, man dort sehr, sehr schnell hätte hingelangen können, eigentlich müssen. Ich wollte noch eben ganz kurz einfügen, weil mich das auch wieder sehr stark an die Ermittlungen im NSU-Kontext erinnert hat. Denn es wurde erst mal tagelang im Umfeld des Mordopfers ermittelt. Und die Presse verbreitete auch merkwürdige Geschichten, wie dass Shlomo Levin möglicherweise ein Agent des Mossad gewesen sei und Ähnliches. Oder es wurde sogar vermutet, Zionisten könnten ihn umgebracht haben und solche Geschichten. Ganz genauso wie beim NSU, wo eben erstmal das Umfeld der Opfer, die eigenen Familien kriminalisiert wurden und man sich da so allerhand Geschichten ausdachte, die wirklich gar nichts mit der Wahrheit zu tun hatten. Ja, das war auch insofern bei Shlomo Levin besonders merkwürdig, dass man ja von diesem Mann wissen konnte, dass er sich in den 70er Jahren, ganz besonders deutlich wurde, dass es Rechtsextreme erstmals planten, einen sogenannten Auschwitz-Kongress über die sogenannte Auschwitz-Lüge abzuhalten in Nürnberg, öffentlich sehr klar gegen Alt- und Neonazis positioniert hatte. Also es gab jeden Anlass, in diese Richtung sofort intensiv zu ermitteln. Und was ist passiert, wie du gesagt hast? Intensiv hat man innerhalb der jüdischen Gemeinde zu Nürnberg ermittelt. Es ist richtig, es gab einen gewissen Anlass dazu, weil Shlomo Levin in dieser Gemeinde mit seinem Vorgänger als Gemeindevorsitzender, der ihm dann auch wieder nachfolgte, schwere Differenzen hatte, die teilweise auch vor Gericht ausgetragen worden sind. Allerdings, prima vista konnte man schon mal sehen, der vom Feld geschlagene war Shlomo Levin. Ihn also nach dem Gesundheit und Leben zu trachten, wäre seitens dessen, der da obsiegt hat, völlig unverständlich. Also, aber da hat man sich darauf gestützt. Also dieser merkwürdige jüdische Mann, über den dann in der Metropolpresse in Nürnberg, nicht in Boulevard, in der Metropolpresse der Nürnberger Nachrichten, der Erlanger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung, dann Geschichten erschienen, als der Mann noch nicht mal unter der Erde war. Merkwürdigkeiten im Lebenslauf des Shlomo Levin. Ich war so schockiert, als ich das bei der Recherche dann schrittweise begriff, dass man hier auch die Solidarität zum Opfer, indem man sozusagen seine Glaubwürdigkeit und die Würde des Opfers so in Zweifel stellt, dass man natürlich dann auch mit dieser Person keine Solidarität entwickelt. Natürlich das Wichtigste wäre es gewesen, mit aller Intensität nach den Tätern zu fahnden und sich in der Presse zu fragen, wer kann das gewesen sein, wer kann dazu uns irgendwas sagen hat oder sowas. Das hat nicht stattgefunden. Die Spur führte schließlich zu Uwe Behrendt.
Das war der Adjutant von Karl-Heinz Hoffmann, dem Wehrsportgruppenchef, der auch bei ihm jahrelang gewohnt hat. Und da die Spur dieser Brille, die man sehr leicht hätte aufnehmen können, erst im März 1981 zu 3 Monate nach der Tat tatsächlich zu Hoffmann führte und nicht in den ersten Tagen, hat man auch keine Gelegenheit gehabt, diesen mutmaßlichen Mordschützen Uwe Behrendt dessen habhaft zu werden. Der Herr Hoffmann selbst hat ihm zur Flucht in den Libanon, zu der damals dort weiter existierenden Wehrsportgruppe, ermöglicht. Er hat ihm das Geld dafür gegeben. Er hat auch die Geschossprojektile im Keller des Schlosses Ermreuth, wo die beiden wohnten, aus dem Boden gepult und zur Seite gebracht. Er hat die Kleidung von Uwe Behrendt verbrannt. Und am Ende, als dann die Ermittlung auf so langsam im Laufe des Jahres 1981 darauf hinauslief, inwiefern Hoffmann möglicherweise an diesem Anschlag beteiligt war oder ihn angeregt hat, was auch immer, jedenfalls in einem Zusammenhang mit dieser Tat stand, da hat dann Herr Hoffmann die Schuld ausschließlich auf den Herrn Behrendt geschoben und gesagt, der sei also ein Einzeltäter gewesen und der Zusammenhang zum Oktoberfestattentat soll also der gewesen sein, dass Herr Hoffmann hätte sich die ganze Zeit nach dem 26. September so gegrämt, dass ihm, der doch gar nichts mit dem Oktoberfestattentat zu tun hatte, nur einmal vor Jahren einen losen Kontakt zu dem mutmaßlichen Bombenleger Gundolf Köhler hatte, dass man ihm der Strafverfolgung unterzieht und das sei ganz und gar unberechtigt. Und der Herr Behrendt hätte sich ausgedacht, dass also dass im Grunde genommen dieses Oktoberfestattentat von israelischen Agenten erdacht worden sei, vom Mossad. Und es sei so begangen worden, dass man es dem Gundolf Köhler und über den Gundolf Köhler ihm, dem unschuldigen Hoffmann, in die Schuhe schiebt. Und das habe er nicht mit ansehen können, der Herr Behrendt. Und er wollte seinen Chef rächen. Und das habe er getan, indem er diesen Juden da in Erlangen umgebracht habe. Und Hoffmann sei darüber ganz und gar schockiert gewesen hat also auch später dann im Gerichtsverfahren, das gegen ihn eröffnet wurde, gesagt, das ist ein durchgeknallter Aktionist, dieser Behrendt, und damit habe er überhaupt nichts zu tun. Was ich rauskriegen konnte, Behrendt hat man ja nie vor Gericht stellen können, denn wenige Monate nach der Flucht, der durch Hoffmann ermöglichten Flucht des Uwe Behrendt, soll dieser sich selbst getötet haben in diesem Wehrsportlager in der Nähe von Beirut. Deswegen hat nie ein anderer über diesen Tathergang und das Motiv vor Gericht aussagen können, außer Karl-Heinz Hoffmann selbst. Und das hat auch dazu geführt, dass in diesem sehr, sehr mühsamen Indizienprozess dann nichts rausgekommen ist. Von 1984 bis 86 das zweitlängste Verfahren außer dem NSU-Prozess gegen einen Rechtsextremisten endete damit, dass Hoffmann in der Mordsache komplett freigesprochen worden ist. Ich habe rausgekriegt, und das finde ich sehr, sehr beachtlich, was seine Rolle angeht, dass diese Theorie über den Mossad, der angeblich das Oktoberfestattentat begangen hat, um es ihm, Hoffmann, in die Schuhe zu schieben, von Hoffmann selber erdacht und zu Papier gebracht worden ist, nicht von Uwe Behrendt. Das bezeugt mir, hat mir bezeugt ein
ehemaliges Mitglied dieser Libanon-Truppe von Hoffmann. Und dieses Schriftstück existiert auch. Und es ist unstrittig, dass Karl-Heinz Hoffmann es verfasst hat. Also die angeblich vom Einzeltäter Uwe Behrendt erdachte Mordtheorie und das Motiv, diesen Mord zu begehen, stammt nicht vom Einzeltäter, es stammt von Karl-Heinz Hoffmann. Mir fällt in diesem Zusammenhang noch ein, dass letztes Jahr haben wir auch mein Theaterstück nochmal gezeigt zum 40. Jahrestag des Oktoberfestattentats. Da gab es ein ziemlich umfangreiches Rahmenprogramm und auf einer der Diskussionen hat Werner Dietrich, der Rechtsanwalt zahlreicher Hinterbliebener, gesagt, er habe im Laufe der wiederaufgenommenen Ermittlungen zahlreiche Geheimdienstakten einsehen können, viele tausend Blatt. Und ihm sei dabei aufgefallen, dass man ab den 60er, 70er Jahren ein sehr, sehr gutes Bild der rechten Szene in Deutschland gehabt habe. Und er war verwundert, so sagte er, dass man nicht strafrechtlich gegen die einzelnen Akteure vorgegangen sei. Denn seines Erachtens, aus der Sicht eines Anwalts, hätte es zahlreiche Ansatzpunkte gegeben. Und zwar nicht nur wegen Kleinigkeiten, sondern durchaus auch, also Verstöße gegen das Waffengesetz ohnehin, aber auch wegen Delikten wie Bildung einer terroristischen Vereinigung. Das erinnert mich daran, ich hatte heute ein Buch in der Hand, was heute erschienen ist von Martin Steinhagen. Da geht es um den Mord an Walter Lübcke und er schlägt aber auch den großen Bogen. Und da kommen, da wird auf die NSU-Akten aus Hessen eingegangen, die so viele Schlagzeilen gemacht haben, weil sie für 120 Jahre eingestuft wurden am Anfang. Inzwischen sind es nur noch 30 Jahre nach zahlreichen Protesten. Aber auch in diesen Akten, die Martin Steinhagen einsehen konnte, ein lesenswertes Buch übrigens, ist zu sehen, dass man sehr viele Hinweise auf Waffendelikte und Ähnliches hatte, dem nicht nachgegangen wurde und vor allem, dass es ein heilloses Chaos war, dass V-Mann-Angaben, die gesammelt wurden, nicht weiter nachgegangen wurde. Da ist die Rede von einem Foto von Beate Zschäpe, was Ende der 90er Jahre übergeben wurde. Man kann heute nicht mal mehr sagen, von welchem V-Mann das übergeben wurde. Spuren und Hinweise wurden nicht verfolgt. Also es gibt ein absolut chaotisches Bild und es fehlen auch Aktenstücke, was ja keine Neuigkeit ist beim NSU-Komplex, der wohl die umfassendste Aktenvernichtung Deutschlands zur Folge hatte. Das heißt, wir haben ein Bild über viele, viele Jahrzehnte, wo auf der einen Seite Behörden, die Rechtsextremen sehr, sehr gut im Blick hatten, auf der anderen Seite nicht gegen Straftaten vorgehen. Ich denke, Ulrich, an dieser Stelle, da gibt es noch vieles zu diskutieren, aber ich würde vorschlagen, dass du da vielleicht dein Vorwort anschließen könntest, wo es nämlich um die rechtsextremen Kontinuitäten in Deutschland geht, wo du die sehr gut zusammengefasst hast, wie ich finde. Ja, also was jetzt den Abschluss bietet, bietet in etwas ausführlicherer Form das Eingangskapitel. 1980, 2020, Einzeltäter. Immer wieder Einzeltäter. Killer des NSU leben 10 Jahre unentdeckt im Untergrund und ermorden Mitglieder, Mitbürger aus Migrantenfamilien, weil diese keine Deutschen sind. Ein Neonazi exekutiert kaltblütig den CDU-Politiker Walter Lübcke, weil er sich für Geflüchtete einsetzt. Ein Antisemit scheitert nur knapp mit seinem Versuch, am Versöhnungstag Yom Kippur ein Massaker in der Synagoge von Halle anzurichten. Er will die Gottesdienstbesucher töten, weil sie Juden sind. Ein Rassist erschießt in Hanau auf offener Straße und in verschiedenen Lokalen 10 Menschen, weil er nur reinrassige Deutsche in Deutschland dulden will. Terror von rechts und mörderischer Antisemitismus und Rassismus sind in Deutschland im Jahr 2021 bittere Realität. Niemand kann das heute noch leugnen oder totschweigen. Aber das war nicht immer so.
Es gab auch vor 40 Jahren solche Verbrechen, doch ihr Ursprung wurde verdrängt und uminterpretiert mit fatalen Folgen. Sie wurden nicht aufgeklärt, sie wurden vergessen. Das erste judenfeindliche Gewaltverbrechen in Deutschland nach dem Ende des Nationalsozialismus fand nur 3 Monate nach dem Anschlag in München in Erlangen statt und ist, anders als das Oktoberfestattentat, weitgehend vergessen. Getötet wurden der jüdische Rabbiner und Verleger Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Der enge inhaltliche und personelle Zusammenhang dieses Verbrechens mit dem Oktoberfestattentat hat sich mir erst in jüngster Zeit erschlossen. Das Bindeglied ist eine antisemitische Verschwörungstheorie aus der Feder des faschistoiden Milizenführers Karl-Heinz Hoffmann. Sie induzierte den tödlichen Hass im Kopf des mutmaßlichen Erlanger Täters Uwe Behrendt und trieb ihn zu dem Mord an dem Paar an. Der Doppelmord von Erlangen blieb auch nach einem längeren Gerichtsverfahren ungesühnt. Das Oktoberfestattentat ist mittlerweile als Ergebnis der wiederaufgenommenen Ermittlungen als rechtsterroristische Tat eingestuft und trotzdem bis heute nicht wirklich aufgeklärt. Ich fürchte, dass es in beiden Fällen dabei bleiben wird, aus guten, schlechten Gründen. Sie sind im polizeilichen, justiziellen und geheimdienstlichen Umgang mit rechtsextremistischen Tätern und Taten zu finden. Zu meinen irritierenden Erfahrungen gehört, dass einige derjenigen, die für die Aufklärung der Verbrechen und für die Bestrafung der Täter zuständig waren, voreingenommen dachten und nicht ergebnisoffen nachforschten. Im Dezember 2014 verfügte Generalbundesanwalt Harald Range die Wiederaufnahme der Ermittlungen. Damit kam die von der Bundesanwaltschaft 1982 festgezurrte Version des Geschehens beim Oktoberfestattentat vom Tisch. Denn den eingestellten Ermittlungen des damaligen Generalbundesanwaltes Kurt Rebmann zufolge hatte der Attentäter mit der von ihm gelegten Bombe gar keinen politisch motivierten Terroranschlag im heißen Bundestagswahlkampf 1980 verübt. Nein, Gundolf Köhler, aktiv bei der völkischen Wikingjugend und der von dem Rechtsextremisten Hoffmann geführten Wehrsportgruppe, soll aus privater Verzweiflung Suizid begangen haben. Ausgerechnet inmitten der auf dem Heimweg befindlichen vorbeiströmenden Oktoberfestbesucher. Der Typus des Einzeltäters wurde von den deutschen Ermittlern, Staatsanwälten bei den Ermittlungen wie ein Golem aus Aktenpappmaché geformt, mit Vulgärpsychologie verkleistert und auf die Terrorbühne gestellt. Solch ein Einzeltäter mag gelegentlich rechtsextrem schwadroniert und sich sogar engagiert haben. Wenn er aber eines Tages in Aktion tritt, so tut er dies vor allem als allein vor sich hin tickende Zeitbombe mit unberechenbarer, emotionaler Selbstzündung. Den ideologischen und organisatorischen Netzwerken, in denen diese Einzeltäter sozialisiert und beeinflusst wurden, wird keine oder nur wenig Bedeutung beigemessen. Der rechtsextreme Einzeltäter ist von Polizisten, Kriminalisten und Juristen auf wundersame Weise als Komplementärmodell zum linken Attentäter à la RAF erschaffen worden, mit dem sich Polizei, Justiz und Politik zuvor in den 70er Jahren zu befassen hatten. Was immer der linke Terrorist tat, er wurde als ein ideologischer Klon all seiner Genossen begriffen. Nach dieser Logik war jeder, der einer Gruppe zugerechnet werden konnte, Teil eines kollektiven Hirns, genauso am Entschluss zur Tat beteiligt, Teil eines Netzwerkes und vor Gericht gelandet, im gleichen Maße dafür verantwortlich gemacht.
Ganz anders wurde verfahren als parallel zum in den 70er Jahren dominierenden Linksterrorismus auch erste Gewalttaten von Rechtsextremisten begangen wurden. Das gilt zum Beispiel für den Mordanschlag auf den Studentenführer Rudi Dutschke im April 1968. Schon der Dutschke-Attentäter Josef Bachmann wurde 1969 vor Gericht als Einzeltäter eingestuft und seine Einbindung in die rechtsextreme Szene Niedersachsens verschleiert. Dieses Muster wird seit dem Aufflammen des Rechtsterrorismus im Jahr 1980 wiederholt. Weisen Verdachtsmomente nach einer Gewalttat auf einen Täter aus der rechten Szene, soll es stets ein allein verantwortlicher Einzeltäter gewesen sein. So auch im Dezember 1980 bei dem Erlanger Mord an Schlomo Levin und Frieda Pöschke. Dabei war der mutmaßliche Mordschütze Uwe Behrendt bis zum Verbot der Wehrsportgruppe des Rechtsextremisten Karl-Heinz Hoffmann dessen rechte Hand und wohnte bei ihm. Die Richter des Landgerichts Nürnberg-Fürth pulverisierten die Anklage der Staatsanwaltschaft gegen Karl-Heinz Hoffmann wegen Anstiftung zum Mord. Aus Uwe Behrendt modellierten die Richter einen außer Kontrolle geratenen, todbringenden Zauberlehrling, an dessen Entschluss, Plan und Mordaktion sein Herr und Meister Karl-Heinz Hoffmann keinen Anteil gehabt und von dem dieser nichts gewusst haben soll. So befand das Gericht, dass Behrendt für den Doppelmord von Erlangen ganz allein verantwortlich sei. Vor dem Nürnberger Gericht Stellung nehmen konnte auch dieser Einzeltäter nicht. Er soll sich vor Beginn des Prozesses im Hoffmannschen Wehrsportcamp im Libanon selbst getötet haben. Der Mythos vom Einzeltäter begleitet die halbherzige politische, juristische und politische Bekämpfung des Rechtsextremismus bis heute. Aber seit der Selbstenttarnung des NSU im November 2011 wird Verharmlosungen, Individualisierungen und Personalisierungen mit wacher Skepsis begegnet. Die kritische Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit nimmt allmählich zu. Polizeiliche Ermittler vermeiden heute meist den traditionellen Reflex, sich frühzeitig auf einen Einzeltäter festzulegen. Und allmählich schärfen Polizistinnen und Polizisten ihre Aufmerksamkeit gegenüber rassistischen und antisemitischen Motiven bei Angriffen auf migrantische, jüdische oder muslimische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nicht immer, aber immer öfter. Nur auf der Ebene der Justiz halten Staatsanwaltschaften inklusive der Bundesanwaltschaft, aber auch Gerichte, wo immer möglich, am Einzeltätermythos fest. Im spektakulären Fall des NSU haben die Bundesanwaltschaft und das Oberlandesgericht München das Schema variiert. Aus dem Einzeltäter wurde ein verschworenes, angeblich abgeschottetes Trio. Mundlos, Bönhardt, Tschäpe. Nur einige der dem Trio besonders nahe Helferinnen und Helfer standen mit vor Gericht und kamen mit geringen Strafen davon. Alle weiteren Strukturen, deren Gefährlichkeit am Fall NSU im öffentlichen Bewusstsein so deutlich wie nie zuvor geworden ist, wurden von der Bundesanwaltschaft und dem Gericht vollständig ausgeblendet. Das hatte mit dem rechtsextremen, ausländerfeindlichen Kameradschaftsnetzwerk mit dem harmlosen Namen Thüringer Heimatschutz begonnen. Aus ihm rekrutierte und radikalisierte sich das spätere Trio zum Mordkommando, das, unterstützt von einem großen Umfeld, vom Jahr 1998 an im Untergrund leben konnte. Zu dritt planten Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt Banküberfälle und Morde mit logistischer Hilfe des Umfelds, das Waffen beschaffte und Tatfahrzeuge besorgte, gingen sie zu Werk. In der Redaktion der terroristischen Vereinigung NSU auf das Trio, dem die Bundesanwaltschaft die gesamte Täterschaft zuschrieb,
offenbarte sich, dass rechte Netzwerke auch weiterhin nicht ernst genommen und konsequent bekämpft werden. Dabei war die bundesweite Mordserie der aus der Ferne anreisenden Mörder nicht denkbar ohne Hilfe vor Ort. Die Polizei war den NSU-Tätern nach ihrem Abtauchen in den Untergrund und noch vor Beginn ihrer Mordserie auf den Fersen, aber fasste sie nicht. Verfassungsschützer finanzierten den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes und hatten damit von Anfang an V-Leute auch im Umfeld der später untergetauchten NSU-Aktivisten. Anstatt sie ausfindig zu machen, sie der Polizei zu melden und den Erfolg der Ermittlungen gegen das Trio zu befördern, warnten sie die Szene und behinderten diese Ermittlungen. In den vergangenen Monaten wurde ein weiteres rechtsextremes Netzwerk sichtbar, das sich in einer für unsere Sicherheit und die Aufrechterhaltung des Rechtsstaates fundamental wichtigen Institution eingenistet hat, in der Polizei. Nicht nur die Rechtsanwältin Seda Bajai Yildiz erhielt mit NSU 2.0 unterzeichnete Mails mit Morddrohungen, sondern auch Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei in Hessen, und ihre Parteikolleginnen Anne Helm und Martina Renner. Die dabei verwendeten persönlichen Daten der Betroffenen in Hessen bezogen die Drohbriefschreiber aus einem Frankfurter Polizeicomputer. Kurz zuvor hatten sich die Erkenntnisse über rechtsextreme Netzwerke im Kommando Spezialkräfte KSK der Bundeswehr so verdichtet, dass Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer die Notbremse zog und sich veranlasst sah, mit der Auflösung des gesamten Verbandes zu drohen, in dem sich Zellen miteinander verschworener Rechtsextremer gebildet hatten, die Waffen, Munition und Sprengstoff horten und für den Tag des X des Aufstands planen. Es ist nur ein schwacher Trost, dass in diesen Fällen heute begriffen wird, dass wir es tatsächlich mit vielen zu tun haben, die sich in schlagkräftigen Netzwerken organisieren und radikalisieren. Die Einzeltäter, sie gibt es auch und zusätzlich immer noch Einzeltäter eines neuen Typs. Sie müssen nicht mehr vor einem operettenhaften, selbsternannten Wehrsportgeneral exerzieren und sich dessen krude Verschwörungserzählungen angeeignet haben. Diese Verschwörungserzählungen gibt es heute auch frei Haus per Internetanschluss samt Bauanleitungen für Waffenteile aus dem 3D-Drucker. Danke, Ulrich. Und hier sind wir jetzt wirklich radikal im Hier und Jetzt, denn der Attentäter von Halle hatte Teile seiner Waffen aus dem 3D-Drucker. Und dieses Thema ist meines Erachtens in Deutschland noch radikal unterschätzt, was auch gewisse Zeitungsartikel zeigen, wo nachgefragt wurde. In den USA wird diesem Thema schon stärker nachgegangen, also die Möglichkeit selbstgebauter Waffen. Und an dieser Stelle ist mir auch noch wichtig zu sagen, im Kontext mit dem Attentat vom Olympia-Einkaufszentrum, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, diese Online-Netzwerke im Blick zu haben. Denn zum Beispiel der Attentäter David Sonboli aus München war in Kontakt mit einem Amerikaner, William Atchison in New Mexico, der eine Gruppe namens Anti-Refugee Club gegründet hatte. Dort haben sich die beiden auch ausgetauscht. Und dieser Herr Atchison hat kurz nach dem Attentat von München in New Mexico zwei Mexikaner getötet und dann sich selbst. Und das wäre sicherlich vermeidbar gewesen, hätte man die Chats richtig ausgewertet und wäre man aktiver im Internet. Das wäre sehr schön, wenn das die Sicherheitsbehörden in Deutschland auch beherzigen würden. Ich muss kurz an dieser Stelle sagen, weil mich dieses Vorwort, was du da geschrieben hast, Ulrich, während ich Sie, liebe Zuschauer, schon dazu auffordere, gerne Fragen in den Chat zu schreiben, zu denen wir jetzt endlich kommen werden. Ich möchte sagen, dass mir nach 5,5 Jahren Beobachtung des NSU-Prozesses ich immer wieder sagen muss, wie wichtig ich es fände, dass diese rechtsextremen Straftaten angemessen geahndet werden. Denn was nach dem NSU-Prozess ganz offensichtlich geschehen ist,
Die rechte Szene hat es verstanden, diese milden Urteile gegen zum Beispiel den NSU-Unterstützer André Imminger, da hatte die Bundesanwaltschaft 12 Jahre Strafe gefordert. Er war einer der engsten Vertrauten des Trios, er hat Wohnmobile angemietet, er hat für die Abtarnung durch Dokumente gesorgt und so weiter und so fort. Die Bundesanwaltschaft hatte 12 Jahre Haft gefordert. Gesessen ist er im Endeffekt 8 Monate. Er wurde am Tag des Urteils freigelassen. Er bekam eine Strafe von 2,5 Jahren. Und an diesem Tag haben Neonazis im Münchner Gericht applaudiert, wurden nicht rausgeschmissen. Ich war dabei. Und sowas sitzt auch bei den Hinterbliebenen. Sowas ist ein Trauma. Und sowas ist eine Botschaft an die rechte Szene. Das heißt nämlich, macht ruhig weiter, euch passiert nichts. Und was darauf folgte, waren der Mord an Walter Lübcke, waren die Tage in Chemnitz, die wir, glaube ich, alle nicht vergessen haben, war das Attentat von Hanau und so weiter. So zieht sich das durch. Und der NSU 2.0, wo die Spuren ganz klar in die Polizeibehörden in Hessen führen, der ist 2,5 Jahre nach den ersten Schreiben immer noch nicht aufgeklärt. Das heißt, es muss auch ganz strikt vorgegangen werden gegen den Extremismus in den Behörden, über den jetzt endlich gesprochen wird. Das war im NSU-Kontext an vielen Stellen noch nicht möglich. Insofern hat sich da sehr wohl etwas getan. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier, nein, wir haben noch keine Fragen. Seien Sie mutig, bitte. Ja, und ich wollte noch was bemerken. Es ist wirklich ein himmelweiter Unterschied, also aus meiner Perspektive, der ich jetzt wirklich 4 Jahrzehnte überblicke in dieser Angelegenheit, Rechtsextremismus, also die Rolle der Öffentlichkeit ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Stellen wir uns den NSU-Prozess vor, dass er so vom Desinteresse begleitet gewesen wäre, dass dort nicht Leute wie du und wie zum Beispiel die Kollegen von AIDA, der antifaschistischen Informationsinitiative, drin gesessen hätten und protokolliert hätten und der Öffentlichkeit dieses ganze Kaleidoskop der Ungeheuerlichkeiten und der Widersprüche unterbreitet hätten, dann wäre das wieder eigentlich sind ja Gerichtsverhandlungen und das ist eine gute Tradition und das ist ganz, ganz wichtig, sind ja öffentlich. Die sehr reduzierte Form der Öffentlichkeit, dass von dort also keine Übertragungen stattfinden dürfen, keine Tonaufnahmen, keine Bildaufnahmen gefertigt werden dürfen, das ist eine lange Geschichte. Aber gerade deswegen kommt den Berichterstattern und kommt der Öffentlichkeit, die sich darüber auch einen Kopf macht und die Sache sozusagen zur öffentlichen Diskussion bringt, eine riesige, riesig wichtige Rolle zu, dafür, dass diese Fehler und dass diese, ja, dieses tendenziöse Ermitteln und sowas, dass das wirklich kritisch hinterfragt wird und schließlich auch im politischen Prozess landet. Das Verdienst beispielsweise der Untersuchungsausschüsse im Bundestag. Allein schon am Ende des ersten Untersuchungsausschusses zum NSU im Bundestag sind ja, ich glaube, so 60 Thesen ungefähr stehen da, was man verändern solle. Ja? Das ist wichtig, dass es bis in die letzte Polizei, ins letzte Polizeirevier und in die letzte Staatsanwaltschaft vordringt, diesen Blick entsprechend, wie sich's gehört, zu weiten. Das wird nicht passieren. Das hat dringend, dringend zur Folge beziehungsweise zur Voraussetzung, dass wir als Öffentlichkeit, als Bürgerinnen und Bürger darauf wirklich achten und den Finger legen und unser Augenmerk immer drauf haben. Da bin ich absolut bei dir. Ich sage ganz kurz, wer nicht weiß, wo der Chat ist, der ist unten in dieser Zeile, in dieser Symbolleiste, da ist so eine Sprechblase wie im Comic in der Mitte.
Dann müssen Sie draufklicken, dann können Sie schreiben, wenn es dann noch Fragen gibt. Wir füllen die Zeit mit anderen Kommentaren. Ich wollte ganz kurz sagen, Ulrich, diese 60 Beschlüsse, die da gefasst wurden im Bundestag, es wäre schön, wenn die dann auch alle umgesetzt würden. Denn nach wie vor werden zum Beispiel zivilgesellschaftliche Organisationen, denen wird immer wieder werden die Mittel gestrichen. Und ich kann mich erinnern, dass das damals eben ein ganz entscheidendes Thema war, welche Rolle die spielen. Und die müssen immer wieder um Finanzierung kämpfen. Und das andere, ein Thema, was zu weit führt, wäre jetzt die Novelle des Verfassungsschutzgesetzes. Aber das ist ein weites Feld. Hier kam jetzt gerade eine Meldung, aber ich glaube doch nicht. Dann würde ich dich jetzt abschließend fragen, Ulrich, wir sitzen übrigens die ganze Zeit vor diesem, für mich ist dieser Vortrag ein Weckruf. Vielen Dank. Wir sitzen die ganze Zeit vor dem neuen Denkmal in München, vor den Silhouetten der Opfer. Es gab eine Erweiterung des Denkmals, denn auch das Gedenken an das Oktoberfestattentat war ja eine schwierige Geschichte, ein langes Ringen. Ich wüsste gerne, was wüsstest du noch gerne? Was sind für dich noch offene Fragen? Hier tippt jemand in den Chat, aber solange die Frage, ich würde gerne wissen, wie man dieses Thema auch in die Schulbücher bringt. Ulrich, hast du dazu eine Idee? Ja, ich weiß nicht, ich meine, ich habe schon diverse Einladungen von Lehrerinnen und Lehrern in Schulklassen aufzutreten bekommen. Das war also ganz offenkundig immer die Einzelinitiative von diesen Lehrkräften. Und was es sonst angeht, also immerhin die Bundeszentrale für politische Bildung hat sich meines Buches angenommen. Weiß nicht, wie in welche Bildungsinstitutionen das dann irgendwie einsickert und dort Verwendung findet. Ich habe darauf, also ich natürlich wünsche ich es mir, klar, ist ja klar. Aber ich habe noch nicht, also auf schulpolitischer Ebene noch nicht wahrgenommen, dass es da so Initiativen gibt. Also ich fand das irre interessant. Beispielsweise kriegte ich mal einen Anruf aus der Schweiz. Da hat dann ein Geschichtslehrer mit drei Gymnasialklassen eine Exkursion gemacht nach München. Und die haben sich Geschichtsorte angeschaut. Also die haben sich sowohl mit der Weißen Rose befasst, als eben auch mit dem Oktoberfestattentat und haben gesagt, also das Konzept dieser Lehrkräfte war eben, das in die Realität hineinzubringen. So wie übrigens, das muss ich jetzt mal hier für die beteiligten Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, die vielleicht noch nicht alle deine Stücke gesehen und gehört haben. So macht es ja Christiane Mudra eben auch bei Wir waren niemals weg, dem ersten Teil der Trilogie, der NSU-Trilogie. Da werden wir ja auch im Stadtraum München an diese Orte geführt. Und ich muss immer sagen, mich berührt das immer besonders. Also das war ja auch das Moment, das eindrucksvollste Moment meiner Recherchen war es, als die wenigen Zeuginnen und Zeugen, wie die beschriebene, Birgit Wenzel ist damals übrigens noch nicht an den Ort gegangen. Die konnte die Wiesen damals noch nicht betreten. Sie hat es später für den Film, also für die Dokumentation gemacht. Und aber es gab eben andere Zeugen, die tatsächlich mit mir auf die Theresienwiese gegangen sind und wir sind einfach damals ihren Weg gegangen. Und ich finde also, dass etwas, was man erfahren kann auf eine möglichst sinnliche Art und Weise, dass das, glaube ich, immer den stärksten Eindruck hinterlässt auf Menschen.
Ja, das glaube ich auch. Vielen Dank für das Einführen meiner Arbeit noch. Das ist eben auch genau der Ansatzpunkt, den ich in der Trilogie zu rechtsterroristischen und auch nationalsozialistischen Kontinuitäten verfolgt habe. Der letzte Teil, da ging es ja um die NS-Juristen. Ich habe noch eine Idee für den Unterricht. Ich würde doch einfach mal den Film Der blinde Fleck mit den Schülern und Schülerinnen angucken oder einfach das Buch von Ulrich Chaussy als Schullektüre lesen. Das ist doch meines Erachtens auch geeignet. Gibt es denn noch Fragen vom Publikum? Ich weiß, es ist schon spät. Wenn nämlich da nichts mehr kommt, würde ich dir ein Schlusswort noch geben, lieber Ulrich, und dich fragen. Einige Punkte haben wir ja, glaube ich, schon angerissen. Aber gibt es noch etwas, was dir auf der Seele brennt? Etwas, was du gerne noch wissen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Über einige Punkte haben wir ja schon gesprochen. Das Allerwichtigste war das, was ich wirklich schon gesagt habe, dass bitte jeder und jede sich angesprochen fühlen möge. Also diese Dinge öffentlich zu verhandeln, angefangen vom eigenen Umkreis, Freunde und Familie. Denn nichts hat mehr geholfen in all diesen Jahren. Ich kann es nochmal sozusagen kontrastieren mit der Erfahrung, die Werner Dietrich und die ich gemacht haben in den 80er Jahren. Also als die Ermittlungen mit diesem unglaublich skandalösen Ergebnis dürftigen Ergebnis eingestellt worden sind im November 1982, hat es darüber in der Münchner Presse nur kleine, kurze Meldungen gegeben und keinerlei öffentliche Reaktion. Also diese Stadt München war wirklich tief verwundet durch dieses Attentat. Also hier hat das stattgefunden. Hier sind die meisten der Toten stammten ja aus der Stadt München und der Verletzten. Und es gab überhaupt keine Initiative, außer diesem Anwalt, der als Rechtsvertreter einiger weniger Opfer, muss man übrigens noch dazu sagen, aufgetreten ist. Und nachdem er diese erste Akteneinsicht gegen Widerstände überhaupt erst erkämpft hatte und Geld zahlen musste, eine D-Mark pro kopierte Aktenseite, da erst ist überhaupt der Ansatzpunkt gewesen für mich damals, also in die Sache einzusteigen. Aber es war unbeschreiblich, mit welcher Gleichmut, mit welcher Gleichgültigkeit, muss ich fast sagen, damals reagiert worden ist. Und wenn man sich überlegt, denn 1985 habe ich die erste Fassung des Buches veröffentlicht, zum Beispiel das Kapitel über die Augenzeugen oder sowas, das war da alles schon enthalten. Es war alles schon enthalten, auch über diese merkwürdige Behandlung der Zeugen in Donaueschingen. Das Buch hat nur im Feuilleton großen Widerhall gefunden. Die Bundesanwaltschaft hat es nicht einmal für nötig gehalten, auch nur eine Presseerklärung dazu abzugeben. Nichts. Es war einfach tot. Und das war. Also ich bezeichne es immer mit dem Karl-Valentin-Spruch, wie die Generalbundesanwaltschaft damit umgegangen ist, das tun wir gar nicht erst ignorieren. Und diese zynische Verfahrensweise hat verfangen. Und deswegen, wie gesagt, ich wiederhole mich, liebe Leute, guckt darauf und macht den Mund auf. Dem kann ich mich nur anschließen und ich finde jetzt hier auch zum Schluss, ich kann berichten aus der NSU-Zeit, in den Anfängen des Verfahrens, da waren viele kritische Worte, hießen sofort Verschwörungstheorie. Für manche
Auch für manche Medienvertreter sind es heute noch Verschwörungstheorien. Ich zitiere da gerne die Vorsitzende des Thüringer Untersuchungsausschusses, Dorothea Marx, die gesagt hat, wenn aus der Verschwörungstheorie Verschwörungspraxis wird, ne, das war eben an einigen Stellen sehr wohl der Fall, zum Beispiel zum Thema Verfassungsschutzkritik, die ja nun wirklich auch verbrieft und versiegelt ist an einigen Stellen, an vielen Stellen, an viel zu vielen Stellen, dass es da ganz klare Gründe gab. Und ich habe erlebt, wie Themen plötzlich salonfähig wurden und wie sie sich dann aber auch geändert haben. Wie man jetzt auch sieht, ich hatte das vorhin schon erwähnt, es ist plötzlich ein Bewusstsein da, ja, es gibt ein Extremismusproblem in den Behörden, natürlich. Warum denn nicht? Da ist ja auch nur ein Querschnitt der Gesellschaft. Natürlich. Und ich möchte da aufrufen, dass man sich wirklich traut, auch Institutionen zu kritisieren. Dafür ist die Zivilgesellschaft da. Wir sind das kritische Auge des staatlichen Handelns. Und das ist überhaupt nicht staatsfeindlich, ganz im Gegenteil. Das ist eher verfassungspatriotisch, würde ich sagen. Bleiben Sie wach und bleiben Sie aufmerksam und vielen Dank fürs Zugucken und Zuhören. Und ich würde jetzt an Frau Mildner für ein Schlusswort übergeben. Danke, ja. Christiane. Ich möchte natürlich Ihnen allen auch danken, vor allem dem Publikum, das so lange und konzentriert zugehört hat und das allein spricht schon für den Vortrag. Danke, dass Sie sich alle auf dieses ungewöhnliche Format eingelassen haben, mit dem wir uns zurzeit leider beschränken müssen. Christiane Mutra in Berlin, Ulrich Chaussy und ich an zwei verschiedenen Stellen in München. Und trotzdem ist so eine interessante Veranstaltung zusammengekommen. Also ich danke Ihnen, dem Publikum. Ich danke aber natürlich vor allem Christiane Mutra für die Moderation und last but natürlich not least dem Ulrich Chaussy für seine ausführliche Darstellung dieses Problems, das noch lange nicht abgeschlossen ist. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Danke. Danke.